Robert Luger, der Finanzsprecher des Teams Stronach, hat das Wort. Ja, also das Lernen kann man nicht verhindern. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, aber wenn man meine eigenen Kinder sich anschaut, die sind es 8 und 10. Und ich habe festgestellt, dass man ihnen gar nicht das Lernen verbieten kann und es also auch nicht sollte. Und die Frage ist, was dann passiert, wenn die Kinder dann irgendwann einmal in die Schule kommen und letztlich dann plötzlich den Spaß am Lernen verlieren. Und ich glaube, man kann das vergleichen mit einer Situation, und zwar dem Bewegungsdrang der Kinder. Die Kinder wollen sich ja bewegen. Und die bewegen sich jede Minute, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Und vermiesen kann man es ihnen dann, wenn man diese Bewegung, diesen Bewegungsdrang in stupide Bahnen lenkt, indem man sie einfach immer in einen Kreis laufen lässt. Das macht man ein paar Mal und dann plötzlich ist der Bewegungsdrang weg. Und genauso ist es in der Schule. Das heißt, wenn man es schafft, dieses Lernen wollen und dieses Lernen, das ja natürlich passiert, dass es bis ins hohe Alter funktioniert, wenn man das in stupide Bahnen lenkt, dann vergeht einem der Spaß daran. Und das ist das Problem in der Schule, das wir haben. Das ist das Problem, das wir sehen, und letztlich verlieren die Kinder das, was sie von der Natur aus haben, nämlich den Willen zu lernen und immer wieder neue Dinge zu entdecken. Und um das in der Schule zu implementieren, bräuchten wir einen Ganztagesunterricht. Das heißt, wir wollen einen Ganztagesunterricht, der es ermöglicht, dass die Kinder spielerisch, vor allem in der Unterstufe, an die Lerninhalte herangeführt werden. Und was wir jetzt aktuell machen ist, wir machen einen Frontalunterricht, in manchen Schulen nicht so stark, aber in einigen Schulen sehr stark. Und wer da nicht mitkommt, wird dann einfach vergattert, das alles zu Hause nachzuholen. Und genau hier kommt die soziale Komponente ins Spiel. Und Sie, Frau Ministerin, waren einmal eine Sozialistin und Ihnen müsste das ja ganz besonders aufstoßen, dass durch diesen Unterricht, den wir hier machen, die sozialen Unterschiede zementiert werden. Weil was passiert, wenn ein Kind, das in der Schule nicht das lernt, was es lernen soll, dann nach Hause geht mit der Hausübung und sich dann zu Hause niemand um ihn kümmert? Dann passiert genau das, was wir auch in Statistiken dann letztlich sehen, dass die Kinder, die ein schlechtes Elternhaus haben, wo sich niemand kümmert, zurückbleiben. Und all jene, die Eltern haben, die entweder selbst genug in der Birne haben, das auf die Reihe zu bringen oder genug finanzielle Möglichkeiten, all jene Kinder kommen mit und können die Lebenschancen nützen, die normalerweise allen offenstehen sollten. Und das ist ja das Problem. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, und im Moment liegen wir bei 3% verschränkten Ganztagesunterricht, wenn wir es nicht schaffen, und zwar express, allen Kindern die Möglichkeit zu geben, unabhängig von ihrem Elternhaus zu werden, dann wird unser Schulsystem nicht besser werden. Und genau da ist der Knackpunkt. Genau da ist das Problem. Und wir haben ja jetzt gerade 4,9 Milliarden verschenkt bei der Steuerreform. Für eine Steuersenkung, die bei manchen 40, 50, 60 Euro ausmacht im Monat. Es wäre viel gescheiter gewesen, ein paar hundert Millionen hier auf die Seite zu nehmen und in die Bildung zu stecken, weil dort wäre es wirklich gut aufgehoben. Wir haben im Moment eine Situation, wo immer noch 8.000 Schüler jedes Jahr abgehen ohne Perspektive. Das sind 8.000 Menschen, die verloren sind am Arbeitsmarkt und die in Wahrheit vom System vernachlässigt wurden. Das ist eine Vernachlässigung. So wie sie die Eltern anprangern, die ihre Kinder nicht waschen oder keine ärztliche Unterstützung zukommen lassen, das ist auch eine Verwahrlosung. Und genauso ist es eine Verwahrlosung, wenn sie nicht jedem Kind die optimalen Chancen bieten. Und das wollen sie aber anscheinend nicht. Und sie sprechen immer, ja, irgendwann wird es hier mal für 30% eine Ganztagesschule geben. Aber das ist zu wenig. Stellen Sie sich mal auf die Hinterbeine und schauen Sie mal, ob Sie den Finanzminister nicht motivieren, endlich dort Geld in die Hand zu nehmen, wo es auch wirklich was bringt. Und keine Steuerzuckerln zu verteilen, weil wir jetzt gerade Wahlen haben in verschiedenen Bundesländern, da werden einmal 4,9 Milliarden dem Steuerzahler obendrauf gegeben und da profitiert man dann zwischen 30, 50, 70 Euro im Monat und die wirklich wichtigen Dinge werden nicht angegangen. Ich habe es heute schon gesagt, da passiert wieder mal Wählerkauf auf Wählerkosten und das ist das Problem. Und einen zweiten Punkt, Sie haben heute gesagt, eine ordentlich finanzierte Privatschule, so wie es in den Niederlanden funktioniert und zwar erfolgreich funktioniert, wird es bei Ihnen nicht geben. Und Sie haben gesagt, das Modell der IV, wo also alle Privatschulen dementsprechend unterstützt werden, vergleichbar den öffentlichen Schulen,
das halten Sie für nicht sinnvoll und das gibt es bei Ihnen nicht. Aber Sie haben es nicht erklärt, warum? Weil Sie es nicht erklären können. Sie können es nicht erklären, weil es gibt überhaupt keinen Grund, warum man die nicht-konfessionellen Schulen schlechter behandelt als die konfessionellen. Da gibt es keinen Grund. Der einzige Grund ist der, weil Sie ja der Politik das Spielzeug nicht wegnehmen wollen. Stellen Sie sich noch mal vor, Sie würden die privaten Schulen genauso fördern wie die öffentlichen. Na, da gibt es wahnsinnig viele private Schulen. So wie in den Niederlanden, erinnern Sie ihn? Die haben das ja auch eingeführt. Und jetzt haben wir 70% Privatschulen. Und siehe da, sogar die öffentlichen Schulen sind besser geworden. Weil man die Privatschulen ermöglicht hat. Weil man den Privatschulen das gleiche Geld wie den öffentlichen gegeben hat. Da hat es funktioniert. Und davor haben sie aber Angst. Weil damit verliert ja die Politik den Einfluss. Das ist ihr Spielzeug. Die Schule ist ihr Spielzeug. Da können sie ja reinregieren, so wie sie wollen. Und sie beweisen das ja immer wieder. Wie lustig das ist. Und deshalb wollen sie nicht die Privatschulen gleichstellen. Weil dann wachsen die Privatschulen wie die Schwammerl aus dem Boden. Und dann würde auch die Qualität in den öffentlichen besser werden. Weil die müssten sich dann um Schüler bewerben. So wie in den Niederlanden. Können Sie sich erinnern, wann wir dort waren? Wie Sie gesagt haben, wie funktioniert denn das? Wenn dann plötzlich eine Privatschule da ist und die öffentliche zu wenig Kinder hat. Dann wissen Sie, was der gesagt hat? Na, dann müssen sich die Öffentlichen halt was überlegen. Na, schauen Sie. Was überlegen müssen Sie sich? Sie müssen besser werden. Und genau das hat in den Niederlanden funktioniert. Und das würde auch bei uns funktionieren, wenn wir die Privaten neben den Öffentlichen fördern. Und dann könnten wir endlich den Landeshäuptlingen der Gewerkschaft und wie sie alle heißen und vielleicht auch Ihnen das Spielzeug wegnehmen. Das Spielzeug Schule. Weil es hat überhaupt keinen Grund, warum Sie da reinregieren. Oder wissen Sie irgendwas, was die da dort vor Ort nicht wissen? Haben Sie irgendwelche Geheiminformationen über die Schule in Hintertupfing und was der Lehrer dort falsch macht? Na, glauben Sie nicht, dass das der Direktor und der Lehrer und die und wie sie alle gemeinsam zusammenschauen, ob das Lehrer, Direktor, Schüler sind, Eltern sind. Glauben Sie, dass die das nicht besser wissen, was vor Ort notwendig ist? Was ihre Aufgabe wäre, ist, die Bildungsziele vorzugeben. Und das so wie in der Schweiz, wo die Wirtschaft sich mit der Bildungsministerin zusammensetzt und jedes Jahr sich die Bildungsziele anschaut und mit der Wirtschaft gemeinsam überlegt, ob das ja auch das ist, was die Wirtschaft braucht. Das wäre ja mal eine gute Schulpolitik. Und das wäre an und für sich Ihre Aufgabe. Aber Sie müssen nicht gute Ratschläge geben, wer in Hintertupfing Direktor werden soll oder wer in Hintertupfing in der Schule Lehrer wird. Müssen Sie nicht. Und das muss auch nicht der Landeshauptmann machen. Die Politik hat da nichts verloren. Aber dazu müssten Sie halt einen Schritt weitergehen. Und Sie haben gesagt, Sie können das nicht gegen die Länder umsetzen, diese Autonomie und was Sie da alles im Munde führen. Genau das ist das Problem. Sie können es gegen die Länder nicht umsetzen. Sie sind in Wahrheit ohnmächtig. Sie sind ohnmächtig. Sie haben keine Macht als Ministerin. Ich glaube, das ist Ihnen jetzt schon aufgefallen in diesen Jahren. Und auch Ihre Vorgängerin hatte keine Macht. Weil leider in Österreich die Landeshäuptlinge die Macht haben im Bildungsbereich. Aber Sie könnten etwas tun, nämlich diese Parallelstruktur aufbauen und den öffentlichen Schulen eine Konkurrenz zur Seite stellen, nämlich die privaten Schulen. Und dann wird es auch bei den öffentlichen besser. Und da haben die Landeshäuptlinge dann nichts mehr mitzureden. Weil eines ist auch ganz sicher, wenn ich als Elternteil die Möglichkeit habe, mein Kind in eine Privatschule zu geben, ja, genau gleichberechtigt wie die öffentliche Schule, wo auch die Privatschule bezahlt wird, wo ich nicht selbst in die Tasche greifen muss und diese Privatschule auch noch besser ist, na, was glauben Sie, was der Herr Landeshauptmann für Probleme kriegt mit seiner öffentlichen Schule? Und genau um das geht's. Genau das hat in den Niederlanden funktioniert, genau das würde hier auch funktionieren. Aber dazu müssten Sie halt einmal ein bisschen Mut entwickeln. Und Sie müssten auch zum Herrn Finanzminister gehen und dort einmal ordentlich am Tisch schauen und sagen, lieber Freund, das sind die Investitionen, die wir brauchen. Nicht die 4,9 Milliarden als Wahlkampfzucker, sondern dort investieren, wo es wirklich was bringt. Das müssten Sie machen, dazu bräuchten Sie einiges an Mut. Ich glaube, der fehlt Ihnen, aber vielleicht wird es ja noch. Das Beispiel Niederlande zeige, dass Konkurrenz durch Privatschulen die Qualität der öffentlichen Schulen verbessern könne, argumentiert Robert Luger, der Bildungssprecher des Teams Stronach.